Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von NBA 2K18. Wir werden heute einen kleinen Exkurs machen. Ich bin aus dem Urlaub wieder da. Und im Urlaub habe ich ein bisschen den meinen Team-Modus mal angeguckt. Der ist im Endeffekt, naja, über Karten das Pendant zu all den Ultimate-Team-Dingern, die es irgendwie bei den EA-Spielen gibt. Also Foot oder Mutt oder wie sie alle heißen. Heißt das dann Nut bei NHL? Hier heißt es halt mein Team. Da ich schon ein bisschen gespielt habe, sind die Anfangssachen alle weg. Man bekommt am Anfang halt ein Team, beziehungsweise mehrere Karten. Daraus kann man halt ein Team bilden. Man wählt allerdings, das kann ich hier mal kurz zeigen, man wählt ein System. Und das ist bei mir Perimeter-lastig. Wieso ist es so schwer, dieses Wort auszusprechen? Ich habe keine Ahnung. Und dementsprechend nach diesem System wählt man halt das Pack, was man bekommt. Dann kriegt man die ersten Spieler, die haben auch ganz normale Wertungen. Da gibt es dann auch Free Agent Spieler, das sind dann im Endeffekt die Pendants zu hier Leihspielern, also die sind nicht für immer dabei. Ich habe irgendwie mit Kyrie Irving eigentlich einen ganz coolen Spieler bekommen. Hab dann für die Bank gibt es dann, naja, die nicht so cool sind. Und naja, man kann hier eine ganze Menge machen. Zu erwähnen wäre zum Beispiel, hier kann man erstmal bei Ziele gucken, okay, was sollte ich eigentlich überhaupt mal so tun? Man sollte auf jeden Fall die Silberziele machen, denn ansonsten kann man das Auktionshaus nicht benutzen. Kannte ich so auch noch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe den Modus noch nie gespielt vorher. In all den Teilen habe ich den immer gemieden, ich weiß gar nicht warum. Und es gibt hier doch einige Sachen, die ich sehr erwähnenswert finde. Beispielsweise kann man seine eigene Arena anpassen, wenn man denn dann die entsprechenden Dinge hat. Also man kann im Endeffekt nicht nur die Sitzreihen ändern, sondern auch die ganzen Farben. Ich habe leider nur so hässlich Farben. Deswegen habe ich das mal dunkel gemacht, weil ansonsten, also das ist echt super hell. Das sieht zwar jetzt nicht so geil aus, aber die Perimeter, ich sage einfach Perimeter jetzt, meine Fresse. Wieso habe ich denn so Perimeter? Ich finde das Blau halt einfach ultra hässlich. Das gleiche ist halt beim Inside, das ist eigentlich nur Blau. Moment. Da. Geht jetzt so, ne? Deswegen habe ich das einfach mal hell gelassen. Aber man kann sogar, und das fand ich halt total geil, man kann die eigene Werbung und Soundeffekte kann man auch machen. War ich voll cool. Vor allen Dingen, wenn halt geblockter Wurf oder so Sachen kommen, das finde ich total nice. Schiedsgericht. Ja genau, da kann man die Werbung einstellen. Da dachte ich mir so, ja okay, 2K muss sein. Rick and Morty muss auch sein. Ja, YouTube wäre auch okay. Das muss auch sein. Pepsi. Man kann halt auch so viel Werbung, weil das sind so Community-erstellte Sachen nehmen. Jetzt natürlich nicht nur so offizielle Netflix und McDonald's und da kommen später halt noch ganz andere Sachen. Warte mal, nehme ich meine Bilder. Mal weiter, hier. Da kannst du dann hier Bugs Bunny, also hier Space Jam ist relativ häufig, Rick and Morty ist tatsächlich auch recht häufig, South Park und was es da nicht alle gibt. Und das schaltet dann halt im Spiel so durch. Dieses Nike-Logo ist eins der geilsten, die ich jemals gesehen habe. Wie geil ist das denn? Ich finde Nike, falls irgendjemand zuguckt, der bei Nike arbeitet, schlagt das mal bitte vor. Also aufsehenerregend ist es auf jeden Fall. Finde ich aber eine coole Sache da, die Werbung im Endeffekt dann bearbeiten zu können. Auch wenn man im Spiel jetzt nicht unbedingt laufend drauf achtet. War ganz nice. Ja, wenn man spielt, das sollten wir langsam mal tun. Ich habe die ganzen Tipps alle gelesen. Da waren doch eine Menge bei, auch die Animationen alle anzupassen, sich da eine Liste rauszusuchen, das werde ich mal machen. Auch mehr Virtual Currency zu investieren, macht wahrscheinlich auch Sinn. Ja, hier gibt es diverse Spielmodi zu einzeln als auch Mehrspieler. Mehrspieler habe ich jetzt noch gar nicht gespielt, weil meine Verbindung in Belgien sowas von graupig war, dass alles immer abgebrochen ist. Und da habe ich dann immer keinen Bock mehr drauf gehabt. Und hier gibt es wöchentliche Herausforderungen, die man immer mal wieder spielen kann, beziehungsweise halt jede Woche.
und bekommt dann im Endeffekt MT, was war denn das überhaupt für eine Währung? Naja, damit kann man halt Packs kaufen, also diese Silberwährung da oben. Da kann man halt diese Packs hier kaufen, da sind dann halt Spieler oder Items drin. Ist recht teuer, ich habe ein bisschen Virtual Currency investiert, weil ich noch nicht genug ja, MT hatte. Was heißt denn MT? Market... keine Ahnung. Was heißt denn das? Steht bestimmt wieder irgendwo, ich sehe das nicht. Ja, also die Herausforderungen sind ganz geil. Was ich noch nicht so ganz raus habe, ist, wenn man sich das Team mal anguckt, ja, also man hat ja fünf Starter, die man da auch selber festlegen kann. Ich könnte jetzt auch irgendwie mit 5 Point Guards spielen. Aber das wäre wahrscheinlich nicht so geil. Die Werte, die da unten drunter stehen, die 81, 80 und so, das ist, wie sehr die das System beherrschen. Gutes Spacing mit 4 Distanzwerfern und viel Pick and Roll zu spielen. Da heißt hier unser Hersey Hawkins, jetzt noch nicht so Premium geeignet, aber ich habe halt keinen besseren. Das mit den Verträgen. Also unten rechts seht ihr, der hat noch einen Contract. Und ich finde das ein bisschen krass, ehrlich gesagt. Denn in jedem Spiel verbrauche ich ja von jeweils den 5 Startern, die verbraucht einen Contract, als auch die Bank verbraucht einen Contract. Das heißt, mir gehen erstmal 5, 6, 7, 8, 9, 5 und 8 sind 13 Verträge flöten in jedem Spiel. Und bei den Herausforderungen habe ich nicht das Gefühl, dass ich da so viel reinhole, dass ich jedem im Endeffekt wieder neue Verträge geben könnte. Dazu noch eine Sache, der hat jetzt keinen Vertrag mehr. Entweder habe ich Verträge als Item, also als Karte, wie bei FIFA zum Beispiel auch. Aber da ich keine mehr habe, das ist halt einfach passiert, weil, so viele Verträge habe ich nicht, kann man die kaufen für 120 hier MT. Und da ist mir aufgefallen, diese 120 variiert. Je schlechter der Spieler ist, desto weniger muss man bezahlen. Beziehungsweise je besser, desto mehr muss man bezahlen. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass bei schlechten Spielern, bei den ganzen Bronze-Lushis hier, es eigentlich günstiger wäre, das zu bezahlen, anstatt die Verträge zu benutzen. Weil halt für so einen Kyrie Irving wäre das doch sehr viel teurer. Und für Dennis Schröder sowie Joel Embiid. Moment, wieso ist Embiid? Wieso ist Embiid nicht Starter? Achso, ich habe hier oben umgestellt. Der hat keine Verträge mehr. Ja, also für den hier kostet das jetzt 5 Verträge 200. Und für Dennis kostet das 120. Der ist halt schlechter. So, und wie kann man das Ganze jetzt eigentlich erspielen? Ja, also es gibt halt unter Spielen diverse Herausforderungen. Was da jetzt wie cool ist, keine Ahnung. Wir können die wöchentlichen mal irgendwie machen. Und dazu ist auch zu sagen, es gibt diese Belohnung jetzt von 500. Was haben wir? It's all tied up. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum das Spiel auf Deutsch ist, aber die Beschreibung auf Englisch. Meistens ist es einfach nur Gewinn. So, du hast halt ein vorgegebenes Spiel, entweder steht es unentschieden oder es nur so lange zu spielen oder so, einfach gewinnen. Ja genau, also man kriegt ja jetzt eine Belohnung. Wir fangen aber im dritten Viertel an. Und da wir nicht mehr so lange spielen, können wir im Spiel auch nicht so viel Währung bekommen. Und dadurch kriegt man wieder quasi weniger Geld, um Verträge zu kaufen. Also irgendwo ist das auch eine Negativgeschichte. Ey, ihr habt doch gar nicht gesagt, ich bin nur noch am Erzählen, Junge, mach mal ein Fade. Wobei, das macht bei dir gar keinen Sinn. Das habe ich nämlich auch noch nicht gesehen, dass man das machen kann, beziehungsweise vergessen. Zack. Aber mal festgestellt, dass zum Beispiel Kyrie Irving gar nicht danken kann. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. So. Ich habe aber das Gefühl, dass diese Spiele weitaus besser funktionieren als... wenn ich jetzt nur meinen Typen spiele. Also jetzt gib doch mal den Ball her. Bin im Beat, ich muss faul spielen. Ja, und wie immer habe ich das Gefühl, dass die Computer sich beim Freiwurf nicht wirklich beeinflussen lassen. Und wenn man auch mal drauf achtet, wenn der erste daneben geht, ist der zweite meistens drin. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Ja, also, Pick and Roll, ja, kann ich jetzt hier wieder mit L1 sagen, dann sagt der Roll, wenn ich R1 drücke, macht er mal ein Fade, das heißt, der rennt dann wieder weg und wäre im Endeffekt dann irgendwann frei für einen Dreier und der ist auch drin. Die Spiele sind bisher nicht so schwer gewesen. Ich hatte jetzt, wow, warum lässt du den denn so oft stehen? Da ist die Rick and Morty Werbung. Mal Pick and Roll nochmal machen. Nein, ich wollte nochmal nach außen spielen, nein. Aber da stand der im Beat. Ich habe recht viele Spieler, die ganz gut sind im Dreier. Wieso darf der da den Ball so fangen? Einfache Punkte gibt's nicht. Nein, doch. Es steht schon wieder unentschieden. Ich habe doch einen Dreier. Quatsch, schon wieder zu viel. Carmelo Anthony ist eigentlich ein ganz guter Werfer. Wobei, der war jetzt eng verteidigt. Bei dem eng verteidigt bin ich mir auch, ehrlich gesagt, noch unsicher. Ich hab mal... Wow. Schlecht verteidigt. Denn ich habe manchmal das Gefühl, dass man auch als eng verteidigt gilt, wenn jemand hinter dir steht. Das fand ich noch ein bisschen, naja, seltsam. Spielzüge kann man auch spielen. Steuerkreuz da links, Anthony Low Post. So, das heißt, der kriegt jetzt den Ball, muss dahin laufen. Kriegt da einen Block gestellt. Und einpassen. Und der muss von da aus werfen. Das war nur scheiße geworfen. Also bei Steuerkreuz funktionieren dann doch die Spielzüge, aber... Alter, was macht ihr da hinten? Was ist denn hier los? Eigentlich sind die Spiele wirklich nicht schwer. Zack. Benutze übrigens den rechten Stick jetzt mehr zum Werfen und Abschließen und all so ein Kram. Deswegen mache ich mit Embiid auch, weil ich meistens zum Korb drücke. Auch meistens Dunks. Bin auch sehr dankbar. Ach komm, das war doch kein Reach-In. Bin auch sehr dankbar, dass der Embiid da den Dunk aus dem Stand ganz gut hinkriegt. Zieht auch meistens einen Foul dabei, was ganz gut ist. Er hat jetzt nicht die höchsten Freiwurfwerte, aber es klappt meistens. Das ist wieder echt der Vorführeffekt. Das ist so ungefähr dann das zweite Spiel, was ich... Naja, noch ist nicht vorbei. Gib doch mal den Ball her. 2, 1... Niemals! Was?! Ach komm. Ah, ein Lucky Shot. Guck dir mal an, wie der den Ball da im Gesicht... Quatsch, den Ball. Die Hand im Gesicht hatte. Guck dir das mal an. Da, das soll nicht eng verteidigt gewesen sein. Ja, wobei, manchmal gehen die halt rein. Manchmal gehen auch gut freie Würfe nicht rein. Muss ja auch mal sein. Was ich viel zu wenig nutze, sind zum Beispiel spektakuläre Pässe. Oh, Embiid. Da, so zum Beispiel. Eng verteidigt. Den krassesten Dreierwert hat er jetzt auch nicht, aber er ist trotzdem mal reingegangen. Lol, was ist hier? And here's the break. Here's Anthony. Great pass to set up the lay-in. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir den jetzt, bevor die Uhr abgelaufen ist, noch einen Ball abnehmen können. Komm, ich will dich jetzt ausschieben. Ja, ich spiel die Uhr runter. Embiid, was ist da los? Towns has got 5 points in the quarter. And his versatility on offense is so spectacular. He always finds ways to help put points up on the board. Komm, der, nicht mal der Tipp in. Ach Mann. Just a terrific game so far. Timberwolves ahead, leading by a... Bei Carmelo Anthony hätte ich zum Beispiel ja, ist ja gut. Jetzt erinnere ich den Kommentator da noch nicht leiser gemacht habe, dass das nur... Ja, ja. Habe ich den Kommentator da noch nicht leiser gemacht? Nee. War das für jeden Modus einzeln? Warte.
Damit überbrücken die, glaube ich, Ladezeiten, weil dieses, was der Coach gerade labert, auch wenn es Originalaufnahmen sind, muss man nicht haben. Ja, ja. Well contested game. Ich habe noch nicht gecheckt. Bums! Foul. Ich habe noch nicht gecheckt, wie ich den Pick-and-Roll ausführenden Spieler denn im Endeffekt ändere. Mittlerweile habe ich auch gecheckt, dass wenn man diese R1-Auswahl macht, X zum Beispiel immer der Point Guard ist. Also es sind immer die gleichen Leute. Das war auch eng verteidigt. Naja. Ich habe da einfach noch nicht den Blick für. Komm schon, Carmelo. Genau, bei Carmelo Anthony wollte ich sagen, dass ich ein bisschen verwundert war, wie schlecht er bewertet ist. Ich hätte gedacht, er wäre besser. Oh oh. Das war Glück. Da habe ich mich ein bisschen verarschen lassen. Zack. Geht doch. Langsam sind wir wieder ein bisschen vorne. Aber ich glaube, das wird auch sehr vom Computer. Schon wieder verarschen lassen. Ja, in den Kommentaren hat jemand mal gefragt, ob er als Anfänger, ob sich das Spiel auch lohnt. Ich meine, irgendwann hat jeder mal angefangen. Ich glaube, als ich mit 2K12 oder 13 oder so angefangen habe, hat das halt ein bisschen gedauert, sich in die Steuerung reinzufuchsen. Vor allen Dingen, wenn man halt vorher viel FIFA gespielt hat oder so. Steuerung ist recht ähnlich, also passen, werfen oder schießen. Aber man muss halt doch vorsichtig spielen. Aber klar, das lohnt sich für Anfänger auf jeden Fall. Ich finde, selbst wenn man halt nicht so wirklich gut ist in dem Spiel, wenn man sich da Gameplays anguckt, die hier auch in dem Spiel gefeatured werden von Leuten, die halt in der Community zocken, bin ich da der absolute Vollloop gegen, aber Spaß macht's halt trotzdem. Da gibt's ja dann auch immer noch. Ja, nee. Das gibt es nicht. Gibt ja da irgendwie, habe ich so ein bisschen die Theorie, dass das Spiel gerne, wenn man komplette Spiele spielt, die gegen Ende forciert spannend zu machen, indem Sachen vom Computer nicht gelingen oder von einem selber gelingen. Es kommt natürlich auf den Schwierigkeitsgrad an. Aber es ist halt schon geil, wenn du halt so auf die letzten Sekunden doch noch irgendwie den Sieg kriegst. Das macht echt viel Spaß. So, also wie wähle ich denn jetzt aus, wer jetzt hier zum Blockstellen kommt? Du kannst einen Fake machen. Jawohl! Halt auch geil, wenn die Crowd free schreit. Ach, schön, ey. Einfach ein gutes Spiel. So, jetzt lassen wir aber nicht verarschen. Carmelo stand viel freier. Der kann doch aus dem Post werfen, oder? Okay. Die Achselhaare so geil. Komm, Jimmy, setz mal daneben. Mach mal nicht. Das hat richtig wehgetan. Ach ja, und die Cheerleader-Mädchen. Joel Embiid ist Jordan Player of the Game. Ja, das machen sie jetzt schon, bevor das Spiel zu Ende ist. Im Gegensatz zu nach dem Spiel. Keine Ahnung warum. Sponsored by Gatorade. Aber das passt halt alles nur in diese Basketballgeschichte rein. Man weiß ja im Endeffekt nicht mal, ob die von Gatorade jetzt wirklich was bekommen oder nicht. Ja, lass mir die Uhr jetzt ein bisschen. Oh, warte mal, meine Figur steht hier genau so, dass ich die Wurfanzeige nicht sehe.
Nein, ich dachte, er fängt ihn nicht. Oh boy. Zack! Geht doch! Dachte schon, es wird wieder ein Turnover, aber... Uiuiui. Manchmal muss man ein bisschen riskieren. Jetzt sind Minnesota wieder mal ein Timeout. Ja, es zieht sich jetzt alles ein bisschen. Nein, nein, nein. Boah. Also so frei wie Jimmy da gerade stand, hätte er auch werfen können. Also ich habe Zeit und ihr? Stimmt, man kann auch mit L2 anfangen, so Aufpost-Geschichten zu machen. Ich wollte extra keinen Dank machen. Ach Mann. So, gucken, ob die jetzt schon anfangen zu faulen. Ja. Der Gegner will jetzt die Uhr anhalten. So. Ach ja. Ich weiß halt nicht, ob das immer alle wissen, aber sobald da unten rechts Bonus steht, heißt er, dass automatisch geworfen wird, sobald... Okay. Nein, das heißt, dass man Freiwürfe bekommt, sobald man gefoult wird. Ich habe gerade einfach mal nichts gedrückt. Wollen wir nochmal machen. Ich hoffe, die machen jetzt keinen Dreier rein, dann bin ich am Sack. Training by two. Das ist doch mal eine Polonaise, da will ich auch mitmachen. So, und das meine, also die Spiele werden halt irgendwie mal spannend. Keine Ahnung. Außer bei Domination vielleicht. Jetzt nicht faulen, nicht faulen. Jawohl! Ach, die faulen, ja, ist mega. Ja, das sollte doch, ja, wobei. Das sollte gewesen sein. Also 4 Punkte. Ach, die hatten noch gar keine Auszeit mehr. Ja, alles super. So, zum Ende der regulären Spielzeit bekommt man jetzt halt zusätzlich nochmal Währung. Sag mal her, da. Und die nimmt halt zu, wenn man länger spielt. Also beispielsweise Freiwurfprozent zählen erst ab 10 Würfen. Ja, tut mir leid. Also da hätten die mich mehr faulen müssen. Und wenn man halt irgendwie nur so 2 Minuten beziehungsweise ein halbes Quarter spielt, dann kriegt man halt einfach nicht so viele Punkte zusammen, sodass man im Endeffekt die Verträge, die man verbraucht, wieder reinkriegen könnte. Also ist klar, was ich meine, oder? Oder ich habe das System dahinter einfach noch nicht geblickt. Gibt halt auch durchaus längere Herausforderungen, die dann halt ein ganzes Spiel beinhalten oder halt auch nur ein paar Sekunden. So nach dem Motto, du liegst einen nur hinten, hast nur noch die letzten Sekunden Zeit. Das ist ganz geil gemacht und es gibt halt sowohl Einzelspieler als auch Mehrspieler-Herausforderungen. Also ich hätte da wirklich früher reingucken sollen. Ist doch ganz nice. Was gibt's denn noch? Es gibt auch längerfristig angelegte Sachen, und zwar zum Beispiel Domination, wo es darum geht, die einzelnen Teams, die man hier sieht, zu dominieren und so hoch wie möglich zu gewinnen. Je nachdem, wie hoch man gewinnt, kriegt man halt, das sieht man da unten, dann halt Packs, die dann auf das jeweilige Team abgestimmt sind. Also Trikot-Packs, die ich dann benutzen kann als Team, oder das Ball-Pack, wobei ich den Ball noch nicht geändert habe. Und halt, wenn man es gut macht, Spielerpacks. Bisher hat es immer hingehauen, 3 Sterne zu kriegen, war auch nicht wirklich so schwer. Aber ich denke mal, das wird noch schwerer. Oder ich muss die Schwierigkeit mal aufstellen, keine Ahnung. Aber hier kann man eine ganze Menge machen, denn wenn man mal überlegt, gegen 33 Teams
das dauert ein bisschen zu spielen, weil man ja auch da immer Verträge verbraucht. Und sollte man das tun und dementsprechend, ja, man kann ja 3 Sterne pro Spiel bekommen. Also 3x33, ja, also 99 Sterne. Dann hat man hier wieder unter Ziele. Irgendwo war das. Verdiene in Domination 33 Sterne, kriegt man halt J.R. Smith. Also nicht nur dafür, aber das sind halt so Ziele, die man da machen kann. Kann halt eine ganze Menge tun. Pete Maravich, Steve Nash, also wäre schon nice. Ja, und Shaquille O'Neal ist halt der gefeaturete Star. 99 ist schon hart. Ja, kann ich nur empfehlen, da wirklich mal reinzugucken. Ich hätte es früher tun sollen. Mehr Spiele gibt es natürlich auch. Also gibt es Supermax, wo man dann gerankt wird. Das erste Spiel habe ich wie... Hey, Moment mal. Das erste habe ich... Also ich habe eins mal probiert, habe ich wie gesagt rausgeflogen, weil die Internetverbindung einfach crap war. Aber wieso ist das zweite denn grün? Weiß ich nicht. Kann man aber auch mal. Ja. Das war mal so ein kleiner Ausflug Richtung mein Team. Checkt das mal ab. Wenn ihr Bock drauf habt, Pack and Playoffs habe ich noch nicht gemacht. Da habe ich noch nicht reingeguckt. Da weiß ich nicht, was das ist. Könnte ich aber auch noch tun. Ja, und Packs öffnen ist klar. Da sind Spieler drin, Verträge oder Sachen für euer Team. Also ganz normaler Standardkram. Ich hatte jetzt nur das Gefühl, dass ich relativ zügig gar nicht so schlechte Spieler bekommen habe. Also Kyrie Irving finde ich schon ganz nice. Ich fand Joel Embiid, ich muss sagen, Paul Gasol ist zwar von der reinen Wertung her schlechter, als ich mit dem gespielt habe, bin ich mit dem aber echt besser klargekommen unterm Korb. Mal gucken, ob ich den eventuell gegen Embiid wieder tausche. Weiß ich noch nicht. Und ich brauche einen neuen Shooting Guard, also der zumindest auf mein System klarkommt. Ja, das war eine Runde mein Team. Nächstes Mal werden wir wieder die Karriere verfolgen von meinem Spieler. Da werde ich auch ein bisschen Virtual Currency investieren und das Training zeigen, aber auch mal ein paar neue Moves raussuchen, die ich dann da anpasse. Vielen Dank dafür, auch gerne weiterschreiben. Und ja, also für Anfänger ist dieses Spiel auf jeden Fall auch geeignet. Dann spielt ihr halt ein bisschen offline und übt, bevor ihr euch online abziehen lasst. Oder ihr lasst euch online abziehen und lernt dann halt dadurch, dass ihr gegen schwerere Spieler spielt. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Haut rein.